Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wild Arms 1. Wir haben in der letzten Folge den Erinnerungstempel abgeschlossen und haben diesen auch erkundet, und zwar mit Jack van Buways, der die Superkraft sucht. Was das wohl genau ist. Jedenfalls hatten wir dort eine Maschine gefunden, die so eine Art Erinnerungsspeicher war von einem alten Volk, die sich selber die Elf nannten. Also Elf mit W hinten. Jedenfalls werden wir jetzt weitermachen mit dieser hübschen Dame. Und das ist im Kuran- bzw. Zuran-Kloster. Und wir fangen nochmal glatt weg an. Oh, Unschuldige. Du kannst meine Gedanken lesen. Ist manchmal echt ein bisschen doof geschrieben. So von der Geschwindigkeit her. Ich? Meinst du mich? Es ist dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Dem wurde wohl Abhilfe geschaffen. Trag meine Wünsche im Herzen, Unschuldige. Wie heißt du? Wir werden wieder über den alten Vertrag verbunden sein. Wer bist du? Ich bin nicht diejenige, die du suchst. Beeilung! Wie heißt du? Wieder einmal wird die Welt von der Dunkelheit verschlungen. Wie heißt du? Ich heiße Cecilia. Hallo Cecilia. Was ist das? Mädchen, Cecilia, lass dein Ich fallen. Die Macht liegt im Buch. Was ist das für eine Kreatur? Wer bist du? Cecilia, 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 die Unschuldige. Cecilia, 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 der Unterricht ist zu Ende. War ja klar. Schlafmütze. Obwohl ich hier noch geschlafen war. Hä? Was passiert? Heute ist dein 17. Geburtstag, oder? Du musst versuchen, dich besser im Zaum zu halten. Solltest du an deinen 17. Geburtstag nicht nach Edelheit zurückkehren? Ich mache mir über die Zukunft Sorgen, falls wir eine verrückte Prinzessin haben. Mann, ihr seid ja heute richtig nett zu mir. Du gehst schon bald zurück nach Edelheit, oder? Du solltest dich von allen verabschieden. Ja, das sollte ich wirklich tun. Und das können wir jetzt auch. Noch nicht. Bist du fertig? Zögere nicht länger, mach voran. Alle werden dich herzlich willkommen heißen. Hä? Wollten wir nicht gerade gehen? Cecilia, 55 HP, 36 MP. Immer noch alle Objekte dabei. Und das wird die Zauberin im ganzen Bunde sein. Heal. Und wir haben Flame. Entschuldigung. Musste mal kurz husten. So, wir haben einen Zauberstock und einen Windumhang. So, was haben wir noch? Träne. Das ist ihr Werkzeug, okay. Jedenfalls ist sie von der Stärke her nicht gerade sehr bewandert. Aber dafür eher von der Sorcery, nennt man das so? Also Zaubermacht. Hast du dich schon verabschiedet? Nein. Sie warten. Wer denn?
Der Tränenkristall ist sehr schön. Man sagt, dass im Innern des Kristalls besondere Kräfte verborgen sind. Ich habe nichts bemerkt. Ah, Schwester Maria. Cecilia, du bist nun fast so weit, das Kloster zu verlassen. Dein Leben wird von jetzt an eine Reise sein. Du musst vorsichtig sein. Nee. Und wir gehen wie immer erst nach rechts. Ganz nach rechts, bitte. So, Cecilia, gerade noch geschafft. Ich wusste, du würdest mir helfen. Was? Hat gar nicht gesagt. Ich wollte die Bücher ordnen, aber es ist nur chaotischer als zuvor. Das ist nichts für mich. Anja, die Zauberin, besitzt eine magische Taschenuhr. Bitte, Cecilia, bring mir diese Uhr und hilf mir, die Bücherei aufzuräumen. Mit der Uhr können wir die Zeit zurückdrehen, sodass alle Bücher wieder im Regal stehen. Wow. Das will ich auch. Ich auch mal so öfter die Zeit zurückdrehen. Könnte man gewisse Dinge einfach besser machen. Oder sich mehr Scherze erlauben. Das blaue Wappen, Schöpfung, Verteidigung und Erschaffung. Die Kraft der Erde. Das rote Wappen, Kampf, Angriff und Zerstörung. Die Kraft des Feuers. Das weiße Wappen, Flügel, Veränderung und Wohlstand. Die Kraft des Windes. Das schwarze Wappen, Harmonie. Okay. Erholung und Wachstum. Die Kraft des Wassers. Mensch, stör mich nicht, ich bin gerade beim Lernen. Das ist ja toll. Die Kräfte zweier Elemente bilden einen Fluch. Verbinde diesen Fluch mit einem Wappen. Hier nimm mein Wappen, dies ist mein Geschenk an dich. Benutze es bei der magischen Gilde, um mit deinem Wissen eigene Flüche zu erstellen. Ein Wappenbild. Ich weiß gar nicht, wie diese funktionieren. So, wir erkunden die andere Seite dieses großen Raumes. Areal, Stockwerk, was auch immer das hier sein soll. So, wer bist du und was kannst du? Lila redet zwar viel, aber sie hört einem auch gut zu. Aha, das ist bestimmt die Schlüsselinformation des Tages. Oh, du hast viel gelernt, du bist nun ein richtiger Zauberer. Warum stehen die Statuen im Hof mit dem Rücken zueinander? Warum liegt hier so viel Stroh rum? Im Zuran-Kloster werden die Wächter verehrt. Ich bin jedoch nicht hier, um die Wächter anzubeten. Und du? Ja, gute Frage. Nächste bitte. So, dies ist die magische Gilde. Du kannst hier einfache Magie erzeugen. Versuch es. Wow. Ein Wappenbild. Einmal binden. Magieart weiß oder schwarz. Wähle eine Art der Magie, dann wähle die elementaren Wappen. Ich hätte gern Schwarzmagie. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist Feuer, Feuer. Ja, jetzt ist die Frage, was können wir eher gebrauchen? Also blau ist Erde. Blau hätte ich eher mit Wasser verbunden. Gut, Weißwind würde passen, aber Schwarzwasser? Eigentlich müssten die Erde mit Wasser vertauschen. Dann würde es eigentlich mehr Sinn machen. Weil schwarze Erde gibt es ja, aber schwarzes Wasser? Ja, wenn ich da Öl reinschütte oder irgendwas anderes. So, genau. Ach, ich nehme mal Erde. Möchtest du diesen Fluch? Jawohl. Binden wir den Zauber an dein Wappenbild. Diesen Zauber bitte umbenennen. Wake heißt er. Das belassen wir einfach dabei. Sonst noch was? Was ist denn lösen? Aha. Wird in seine Bestandteile aufgelöst. Kriegen wir dann ein Wappenbild wieder? Ach, ist doch egal. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Zauber, bevor hier noch irgendwas passiert. Ach, und wir können den Namen umändern. Sehr schön. Wenn du etwas benötigst, kannst du zurückkommen. Das ist ja schön, da ich immer wieder zurückkommen kann. So, wer bist du? Was hast du? Hallo Cecilia, das Essen ist noch nicht fertig. Ach, wie schade, ich habe Hunger. Ich will Pizza. Die sieht nämlich so aus, als wenn sie gerne Pizza isst. Alter, wie spricht man den Namen aus? Jax. Der Chefkoch arbeitet schon am längsten hier im Kloster. Er weiß bestimmt viel über dieses Kloster, dann befragen wir ihn doch. Hallo Jax. Hey du, es ist noch keine Essenszeit. Oh,
Das ist schade. Ist nicht irgendwas zu naschen da? Gesegnet seien die, die für den Augenblick leben. Das Licht wird dich reinigen. Du kannst hier jederzeit vorbeikommen. Das ist schön. Ach, ist das schön. Ich bin hier so herzlich willkommen. In diesem Kloster. Da wird man ganz fromm in der Seele. Anje. Ach, das ist die Anje. Genau richtig. Guck dir das an. Warten. Was denn? Beeil dich. Was ist das? Mondstein? Das ist der Steinwächter. Er reagiert auf die Kräfte der Wächter. Laut meiner Untersuchung steht die Träne irgendwie mit ihnen in Verbindung. Drücke den Knopf Objekte in der Nähe des Schreibtisches und benutze die Träne. Der Steinwächter wird darauf reagieren. Wenn du das für mich tust, gebe ich dir meine Taschenuhr. Hey, super cool. Das machen wir doch glatt weg. Genau wie ich dachte, trat eine eindeutige Reaktion auf. Dein Tränenkristall und der Wächter stehen in Bezug zueinander. Die Träne ist das Licht, ein geheimer Schatz der Edelheit-Familie. Deshalb glühte auch der Stein. Meine weiteren Untersuchungen wird das sehr vorantreiben. Du kannst meine Taschenuhr haben, sie ist sehr nützlich. Ja, diese Taschenuhr hätte ich jetzt gerne. Gib mir diese Taschenuhr. Ich habe die Taschenuhr. Mit der Taschenuhr kannst du die Zeit zurückdrehen. Mit ihr kannst du zerbrochene Kisten wiederherstellen und festsitzende Objekte befreien. Es wirkt nicht immer, daher lohnt es sich, den Zauber zu wiederholen. Alles klar, danke Anje. Tante Anje. Ach nee, die hieße Antje. Alles egal. Lila? Oh, sie ist krank. Sie hat sich gestern den Magen mit etwas verdorben. Falls du müde bist, kannst du dich gerne in einem dieser Betten ausruhen. Nein, wir sind nicht müde. Wir wollen jetzt hier volle Pulle weitermachen. Nur keine Eile, hat er übrigens noch gesagt. Hallo Lila. Cecilia, wie viel du essen kannst? Man nennt dich mittlerweile die Unersättliche. Der große Zauberer von... Huch. Hä? Na gut, belassen wir es einfach dabei. Miss Lila. Lauf. Oh, 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 halt. Die Zauberei muss man mit einem klaren Geist angehen. Ach, das ist ja schön. Geht die Geschichte, glaube ich, weiter. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen erkunden. Und warum stehen die eigentlich? Passiert nichts, ne? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir die noch irgendwie bewegen oder sowas. Naja, mal gucken. Das ist also Anjes Uhr. Benutze sie bitte, um damit hier aufzuräumen. Fauler Sack, Alter. Ich gehe derweil zu Schwester Maria und lasse mir eine Ausrede einfallen. Bin gleich zurück. Sicher. Und wo sind die 100 Euro, die ich jetzt dafür kriege? Ich verlasse mich auf dich. Ach ja, super, ey. Na denn. Ich verwende ungern Zauberei für solche Zwecke, aber... Vielleicht lohnt es sich ja. Tick-tack-tick. Mensch, das funktioniert ja wirklich. Hä? Ich stehe immer noch ein Buch auf dem Boden. Was wir auch uns angucken werden. Unschuldige. Freilassen. Lass dein Ich los. Ich bin eingeschlossen in der verschlossenen Bücherei. Okay. Komm doch da raus. Ein Buch sprach zu mir, die gleiche Stimme wie im Traum. Verschlossene Bücherei, was ist das? Ob sich irgendwo im Kloster befindet? Jetzt wird's langsam interessant. Naja, wir gehen erstmal noch hier die Alte hier mal ausmeckern. Ich will jetzt meine 100 Euro haben. Cecilia, danke für deine Hilfe. Na, das ist ja wunderbar. Kriegst du einen feuchten Händedruck hier.
Aha. Ein Buch ruft dich also zur verschlossenen Bücherei. Ja, es ist kein Traum. Ein Schatten sprach zu mir und bat mich, ihn vom Buch zu befreien. Schwester Maria, ich dachte, dass du vielleicht wüsstest, ein Buch, das spricht, und ein großer Schatten? Eine Bücherei, in der sich viele verbotene Geheimnisse befinden, gibt es wirklich? Ach, und das erzählen wir einfach mal so, ja? Mhm, sehr geheimnisvoll. Wo die verschlossene Bücherei zu finden ist, das kann ich dir nicht sagen. Och. Die Wächter haben dich gerufen, um die verschlossene Bücherei zu suchen. Bist du die Auserwählte, musst du die Suche allein bestreiten. Na doll. In der verschlossenen Bücherei können Monster leben. Sei bitte vorsichtig. Mögen die Wächter dich beschützen. Ja, danke dich auch. So. Wo ist diese Bücherei? Ah, ich habe erstmal noch mal kurz was anderes vor. Aua. Zack. Genau, wir speichern nämlich. Na komm, lad schneller. Save. Speichervorgang. Und wir haben gespeichert im Zuran-Kloster. So, und hiermit verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden herausfinden, was es mit der verschlossenen Bücherei auf sich hat. Also, liebe Freunde, bis dann. Ciao.